So, liebe Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ja, letzte Aufnahme ist ziemlich abgehackt gewesen. Anruf kam rein, ich musste tatsächlich die Aufnahme abbrechen. Tut mir aufrichtig leid. Dementsprechend setzen wir das Ganze natürlich jetzt hier fort. Die Poststation soll gebaut werden, wird sie auch. Ich habe auch schon. Wie still das gerade ist. Ich habe auch schon eine Idee, was ich daraus mache. Okay, wir gehen wieder auf die andere Seite, das ist ruhiger. Genau. Keine Ahnung warum. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich war natürlich nicht ganz untätig. Ich weiß natürlich jetzt, wie man einen Crafting Table baut. Sonnenaufgang. Yay! Wie man einen Crafting Table baut für die Deco-Craft-Geschichte. Dafür brauche ich aber Farben. Und viel schlimmer, ich brauche Lehm. Und haben wir überhaupt schon einen gebaut? Nein, haben wir nicht. Wir müssen nämlich noch mal fix los einen Hammer holen. Ich weiß. Wow. Ich weiß, wie ich es designen möchte. Dafür müssten wir dann noch Chromatit ernten gehen, dunkles Holz. Und ja, was ist noch zu sagen? Es sind gezwungen gewesen. Ja, gezwungen. Wir mussten Chunkfix ausführen auf dem Server, einfach aus dem Grund, ihr habt ja beim letzten Mal gesehen, es hat immer wieder gehackt. Hing damit zusammen, die Welt ist alt gewesen, das hatte ich euch ja gesagt. Und es existiert ein Königreich irgendwo auf der Welt im fernen, weit, weit weg. Keine Ahnung wo. Problem ist, wenn an zwei Stellen gearbeitet wird, spawnen unwahrscheinlich viele Viecher. Hat man bei mir gesehen, ich hatte viele Strauße, Pferde und so weiter. Natürlich, weil das der Spawnpunkt ist. Jeder, der hier auf dem Server kommt, landet früher oder später hier, lässt Tiere spawnen oder was auch immer. Nachteil ist, wir haben jetzt sehr wenig Tiere hier. Wir müssen uns ein bisschen mit Gemüse über die Runden schlagen. Einfach aus dem Grund, bis wieder, oder sagen wir mal nicht aus dem Grund, sondern bis wieder neue Tiere nachgespawnt sind. Bis dahin muss es reichen, hier mit der Ernte zu leben. Da haben wir schon die ersten Truthähne. Wie gesagt, es dauert eine Weile, bis sie wieder nachspawnen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir auch dezimieren. Auch wenn es noch so bitter ist, wir müssen tatsächlich Tiere auch töten. Okay. Wir müssen tatsächlich Tiere töten. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Okay. Einfach um die Performance auf dem Server zu erhalten. Ansonsten muss ich tatsächlich nochmal aufstocken. Und damit wollte ich mir Zeit lassen. Shit, wisst ihr, was ich vergessen habe? Jetzt müsst ihr leiden. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mir mal mein Wasser aufmachen. Ganz kurzen Moment. Ich trinke ganz heimlich. Ihr kriegt das nicht mit, glaube ich. Okay. Lass mal am besten auf. Denn tatsächlich habe ich vor, mal mit ein bisschen weniger Unterbrechung aufzunehmen. Was hatte ich denn jetzt vor? Warum bin ich jetzt hier? Kann mir das nochmal jemand. Achso, ja, ich wollte ein Carpenter's Hammer bauen. Dafür brauchen wir mal ein bisschen Metall. Wie viel haben wir denn noch? Nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Schade, dass der keinen Nutzen hat, ne? Denn dann können wir nämlich gleich designen. Vor allem macht es Sinn zu designen. Wartet mal, wie war denn das so? Nee. So? So? Oh no, wie war denn das? Okay, wir müssen gucken. Wo ist denn mein Inventar? Der hat mir die Mod nicht geladen, sehe ich gerade. Hier fehlt eine Mod. Why? Das ist nicht komisch. Das ist nicht komisch. Ich weiß, dass man den Carpenter's Hammer mit. Oder braucht er drei? Gehen wir noch ein Stück Metall holen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Kann mal eine Aufnahme ohne ein Problem starten? Es können natürlich auch drei gewesen sein. Ich meine, jetzt zum Bauen großartig brauchen wir es nicht. Vielleicht müsste ich mal in der nächsten Aufnahmesession gucken, sofern ich das hier hinkriege. Ah, okay. Gut, waren doch drei. Trotzdem wird es schwierig. So viel. Haben wir nicht mehr.
Guckt euch das mal an. Gut, ich könnte natürlich jetzt auch schon mal Metallfarm gehen, um ein bisschen mehr zu bauen. Komm mal her, Truthahn. Du tust mir ja wirklich leid. Du bist einer der ersten, der gespawnt ist. Aber ich weiß, es werden neue spawnen. Und er lässt mir nicht mal was da. Oh nein, ich muss kläglich verhungern. Ich gucke mal nach, ob in der Zwischenzeit schon überhaupt irgendwas gespawnt ist. Aber wenn ihr mal bedenkt, wie viele Viecher ich hier laufen hatte, dann glaube ich, wisst ihr, was ich meine. Ich hoffe nur inständig. Wenn wir zufällig, wir haben ja den Antikatlas. Hatten einen Antikatlas? Ne, wir haben einen. Wartet mal. Wir sind ja hier ein bisschen rumgekurvt, ne? Ich hoffe nur inständig, dass in der näheren Umgebung nicht Dörfer waren, die bei mir schon reingeladen wurden, beziehungsweise müssten ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit, ne? Über die Leute, die das hier betreten haben. Ich hoffe nicht, dass die Dorfbewohner mit despawned sind, beziehungsweise nicht in die Kategorie fielen, weil das Dorf noch nicht entdeckt wurde. Und was habe ich denn hier entdeckt? War die auch schon da damals? Hallo Mieze. Die hatten wir doch damals nicht, oder? Also in der letzten Aufnahmesession, was heißt damals? Damals klingt immer so riesig. Wir haben einen Fuchs. Also spawnen auf jeden Fall wieder Viecher. Natürlich. Euch werde ich echt vermissen. Oder euch hätte ich nicht vermisst, sagen wir so. Eine Katze. Wenn ich nämlich bedenke, wie viele Schafe und Kühe wir hatten. Ich habe ihn gesehen. Hoppala. Was war das? Ich habe ihn erwischt. Oh, er hat sogar zwei Körbchen gehabt. Er hat zwei Körper gehabt. Das Ding. Noch eine Katze. Wie gesagt, die bleiben erstmal außen vor. Bis jetzt ist nur Moose Creature gespawnt, ne? Ich hoffe, dass sich das alles fängt, aber wie gesagt, wir mussten das machen, weil es war eine Zeit lang so zumindest die Aussage der Herren unspielbar. Weil ich jetzt hier auf dieser Seite angefangen hatte und natürlich auf zwei Seiten, Weltseiten, Monster gespawnt sind. Es wäre schlimm, wenn hier nichts weiter spawnt. Ein paar Truthähne, gut. Ich meine, Moose Creature, wenn sie dann ja, Fleisch fallen lassen, ist ja gar nicht so schlecht. Aber es ist kein Muss. So, wartet mal, wenn wir gerade hier sind. Ich gucke mal, ob hier im kleinen im Teich natürlich ein bisschen Lehm ist. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht, der Lehm. Sand. Clay. Okay, da haben wir doch schon Clay. Haben wir eine Schaufel? Nein, wir haben keine Schaufel. Okay, wir haben Clay da. Und gar nichts. Nee, das ist Gabbro. Gabbro? Alles Gabbro, ne? Ja. Gabbro, Gabbro, Gabbro. Wir gehen mal oben weiter. Wir brauchen übrigens die Farben Rot, Grün, Blau für den Tisch. Das heißt, Kakteen hatte ich ja letztes Mal mitgenommen, ne? Dachte ich zumindest. Aus der Wüste, ansonsten müssen wir nochmal in die Wüste. Wisst ihr, was mir fehlt, Leute? Meine Playlist habe ich nicht angeworfen. Ich trottel. Das kann nicht gut gehen. Wartet mal, haben wir. Das kriegen wir nicht da raus, oder? Migmatit. Wir versuchen es mal. Ich mache gleich die Playlist an. Und dann gucke ich mal, ob ich das andere noch geladen kriege. Gib mal her.
Was ein Glück. Das müssen wir doch mitnehmen. Kalk. Kalk, 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 Kalk. Wie ich jetzt die Nase auf dem Boden habe. Ach, Mano. Ja, Leute, ist natürlich blöd. Ich wollte ja eigentlich durchzimmern, aber Musik muss sein. Sonst wird das ein bisschen öde. Machen wir nochmal einen ganz kurzen Schnitt. Ich bewege mich nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment bitte. So, da sind wir. Wieder. Guck mal, hier haben wir auch Chromatit. Das wollte ich halt für die Außenverkleidung der Post nehmen. Wir nehmen es mal kurz mit. Kriege ich es überhaupt raus hier? Ach du Scheiße, wir müssen es noch brennen. Jetzt haben wir Chromatit Cobblestone. Stone. Gut. Egal. Das ist eh nur ein großer, hässlicher Felsen, glaube ich. Ach ja, gleich viel entspannter. Viel entspannter. Nach 10 Minuten das erste Problem. Und ich habe vergessen, neu zu starten. Aber wie gesagt, das mache ich in der ersten Aufnahmepause, so nach circa einer Stunde. Ist es ja meistens, dass ich dann die Datei abschließe. Das sind meine Erfahrungswerte. Lieber eine Stunde verloren als 3 Stunden. Und insofern, da ich das hier nicht saven kann, großartig zurücksetzen oder ähnliches. Nehmen wir mal gleich ein bisschen Kohle mit. Wenn das nämlich durchgebrutzelt werden muss, na Prost Mahlzeit. Machete nehmen wir gleich nochmal 2 mit. Da müssen wir auch wahrscheinlich gleich nachbauen. Bei Chromatit, beziehungsweise beim Einkleiden war es doch eigentlich so einkleiden. Klingt auch toll, ne? Also ich meine hier die. Das ist ziemlich laut, muss ich gerade sagen. Moment. So, ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das auswirkt. Hoppala, das wollte ich eigentlich so gar nicht weghauen. Das hier war es. Wir müssen mal gucken, wenn ich das ganz kurz mit F11 minimiere, um rauszutappen. Schön. Weiter geht's. Mal gucken, wie wir das auffüllen. Tierbestände, wie gesagt, wird schwierig. Oh, dieses Fiepsen. Wie viel Chromatit haben wir denn? 34. Das können wir dann einschmelzen. Wartet mal, ich muss mal meine Workstation nachholen. Wo habe ich die denn abgestellt? Da. Kein Platz mehr, ne? Das ist ja regelrecht ergiebig, muss ich sagen. Das gerade gesehen? Wartet mal. Kann ich hier auslagern? Habe ich da Platz? Ja, da habe ich Platz. Ach, hier haben wir auch nochmal Essen drin. Okay. Ab nach oben mit dir. Übrigens, ich werde das Haus des Postboten zweietagig bauen. Denn ich weiß nicht, was reinkommt. Ob er alleine sein wird. Oh, Sandvorkommen, alter Schwede. Ob er alleine kommen wird mit Frau oder Kindern? I don't know. I don't know. Wie gesagt, das sind Sachen, das überlasse ich dem König. Es ist nur interessant zu wissen, woher weiß der König, wann das fertig ist. Der König soll seine Untertanen bitten, hierher zu kommen. Also Chromatit haben wir mehr als genug. Wir machen das mal noch mit der. Also die Spitzhacke brauchen wir mal auf. Wie gesagt, wir brauchen ja auch beim Haus einiges. Ich hoffe nur, dass ich in der eingeschmelzten Version beziehungsweise eingebrannten Chromatit-Version Slabs bauen kann. Das müsste reichen zum Design. Dann brauche ich noch ein sehr dunkles Holz. Mal gucken, was ich da nehme. So ein bisschen Postfachwerkhaus bauen. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ich habe da so Ideen. Ideen, Ideen. Mal gucken. Fakt ist, dass ich die zweite Etage anders bauen werde. Also jetzt mit dem Hammer draufhämmern, um sie anzupassen, wird ziemlich viel Ressourcen kosten. Achso, er wollte jetzt auf Dings hauen, okay. So, bis die Spitzhacke kaputt ist und dann gehen wir. Dann haben wir nämlich das. Dann gehen wir. Wobei, wir müssten noch ein bisschen Migmatite mitnehmen, ne? Um.
Ich weiß auch nicht. Ich bin hin und her gerissen. Das hier ist auch schon wieder Salz, ne? Ich weiß noch nicht mehr so genau, wofür wir Salz brauchen. Habe ich Platz? Ich habe Platz. Von daher müsste ich rein theoretisch sogar ordentlich Metall sammeln, damit ich wenigstens die Grundwerkstoffe für Pam's Harvestcraft habe. Da lang. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich denn jetzt hin? Wir nehmen die Kohle mit, scheiß drauf. Wie gesagt, wir müssen ja einiges einschmelzen. Und das bringt ein paar Level, die mir momentan noch nicht sonderlich viel bringen. Und sobald das Posthaus fertig ist, werde ich mich dem Steinmetz annehmen. Ich habe nämlich tatsächlich eine Idee, wie man den optisch sogar darstellen kann. Mal gucken, wie es angenommen wird. Also sind es jetzt ein paar Baufolgen. Ich habe so viel vor in Minecraft, so viel, das geht auf keine Kuhhaut. Warte mal, wir nehmen mal ganz kurz. Müsste doch automatisch nachgezogen werden, ne? Genau. Versuchen wir die Blumen hier alle loszuwerden. Wow. Und genau aus diesen ganzen Schlaglöchern und Miezekatzen. Aus dem Grund sind Straßen wichtig. Gute Laune Musik. So, außer Miezekatzen nichts gewesen. Wow, ruckel, ruckel. Eigentlich wollte ich ja gestern schon aufnehmen, weil mein Parallelprojekt zu Minecraft ist ja No Man's Sky. Das hat mich ja auch voll in den Bann gezogen. Der eine oder andere wird es vielleicht schauen. Ich weiß es nicht genau. Muss alles anlaufen. Sind neue Projekte, ungewöhnliche Projekte, die ich noch nie auf meinem Kanal hatte. Die müssen natürlich auch erstmal gefunden werden. Gott, Gott, Gott. Mich das Klicken in dem Song oder hier im Spiel. Ich weiß gar nicht, wer das verursacht. So, letzte Blume. Hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich mich gerade selber klicken gehört habe. Ich wollte sagen, wo ist denn der Hammer? Schon gut, ich habe ihn. Komm schon. Ja, genau. Ich könnte natürlich das Ganze auch nochmal abreißen und einfach nochmal hinsetzen. Würde ich wesentlich günstiger bei wegkommen. Ich glaube, das mache ich auch. Jetzt habe ich wieder zwei Blumen auf der Hand. Ich kriege ja zu viel. Warte mal. Wir machen es mal gleich als Test. Okay. Vor vier Fick. Hallo? Genau, das meine ich. Okay, kommen wir auf jeden Fall günstiger. Okay, müssen wir nochmal abreißen, sorry. Aber wir kommen günstiger, als wenn wir den Hammer verbrutzeln. Bin jetzt nur gerade überlegen, was ich mit dem Fundament mache. Das dürfte man später gar nicht sehen, ne? Das will ich ja noch ein bisschen begradigen. Das können wir eigentlich so lassen. Ich hau die mal kurz weg, damit das hier nachher nicht ablenkt. Okay. Ah, gib mir! Hallo? Ja, okay. Das Holz sparen wir uns. Es ist irgendwie merkwürdig laggy, muss ich sagen.
Kann das sein, dass hier... Ah, das sag ich doch. Gut, dann ziehen wir hier mal Erde rein. Sonst wäre das ja... Wow, hallo? Minecraft? Hallo? Ja, da hat sich Minecraft verabschiedet. Bis gleich.